Heute sprechen wir über das Thema der Refinanzierung in der Pflege und warum das ein riesengroßes Problem ist für sehr, sehr viele Pflegeunternehmen da draußen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Michael Moskal und ich habe sehr, sehr viel mit Geschäftsführern in der Pflege zu tun. Ja, mit vielen Interessenten, mit vielen Kunden dementsprechend, weil wir mit meinem Team von Pflegekraft.de über 200 Unternehmen begleitet haben, Personal zu gewinnen. Und wir haben eben ein großes Problem in der Pflege, sage ich jetzt mal, weil am Ende des Tages, unabhängig davon, ob Sie ein Privatunternehmen sind, gemeinnützig, ein Verein oder sonstiges, am Ende sind Sie natürlich ein Unternehmen. So, und man verlässt sich jetzt bei dem Thema der Refinanzierung immer darauf, was die Kassen halt eben freigeben oder halt eben nicht freigeben. Ja, also die Kassen bestimmen letzten Endes, wofür sie viel Geld investieren können oder wofür wenig Geld oder gar kein Geld investieren können, weil es eben refinanziert wird oder nicht refinanziert wird. Und Sie müssen bei diesem Thema beachten, dass die Kassen, die Pflegekassen eben für alle Unternehmen handeln, für alle Unternehmen in Deutschland. Das heißt, die sind natürlich auch keine Experten irgendwie darin oder haben auch nicht den Fokus darauf, wie macht man jetzt jedes Unternehmen, jedes Pflegeunternehmen in Deutschland erfolgreich. Nein, sie müssen halt gucken, okay, mit den Geldern, die die haben, wie verteilen die die und haben da natürlich ein ganz anderes Ziel oder einen anderen Fokus. Aber jetzt muss man sich die Frage stellen, wenn man so auf den Markt blickt und wie gesagt, ich spreche täglich mit sehr, sehr vielen Geschäftsführungen und da stellt man fest, natürlich, es geht sehr, sehr vielen Pflegeunternehmen nicht gut. Ja, denen geht es schlecht. Egal, ob sie wenig Marge machen, gar keine Marge haben oder sogar Verluste haben. Also grundsätzlich ist es bei den meisten so, wenn sie etwas Geld verdienen mit dem Betrieb, dann ist es eben verhältnismäßig zu den Umsatz extrem gering. Dann kommt noch das Problem dazu, dass sie sich da mit anderen austauschen und sagen, hey, das ist ja das Normalste der Welt. Weil das wird ihnen jeder andere Pflege oder sehr, sehr viele Pflegeunternehmen da draußen sagen, weil eben 90% dieses Problem haben und 90% halt eben mehr oder weniger so handeln wie jeder andere. Und dann schaffen sie es natürlich nicht, besonders wirtschaftlich zu sein, ohne dass jetzt die Mitarbeiter darunter leiden müssen oder sonstiges. Sondern man kann einen erfolgreichen Betrieb führen, da auch gewisse Marge haben und es kann allen Beteiligten in diesem Betrieb gut gehen. Nur jetzt ist das Problem, dass alle eben sich ja so daran orientieren, was geben die Kassen frei oder was nicht. Also was refinanzieren sie und was nicht. Und wenn sie das halt eben machen, wenn man das mal so ja, auf die normale unternehmerische Welt widerspiegelt. Das ist quasi so, weil jedes Unternehmen geht natürlich am Ende des Tages irgendwelche Risiken ein. Und wenn jetzt normale Unternehmer da draußen oder besonders erfolgreiche Unternehmer da draußen wirklich so handeln würden und sagen, nee, das mache ich nicht, das bekomme ich nicht umsonst, sinngemäß. In Anführungsstrichen ist es ja das, was sie sagen, nee, das mache ich nicht, bekomme das nicht umsonst. Dann würde es keine sehr erfolgreichen Unternehmen da draußen geben. Und da wir halt eben diese Sonderbedingungen in der Pflege haben, ist es eben so, dass wir extrem viele Unternehmen haben, die extrem risikoscheu sind. Ja, das bedeutet, ich möchte damit nicht sagen, sie sollen unbedingt sehr, sehr hohe Risiken eingehen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber sie müssen natürlich abwägen, hey, wie ist meine Situation? Und müssen dann schauen, okay, was kann ich denn wirklich dafür tun? Und muss ich dafür natürlich gegebenenfalls Geld in die Hand nehmen? Zum Beispiel beim Thema der Personalgewinnung haben sie extrem hohe Opportunitätskosten, wenn sie nicht handeln. Ja, also egal, ob es dann Leiharbeit ist oder ob sie dementsprechend Betten sperren, also keine Betten mehr belegen dürfen oder ob sie mit ihrem ambulanten Dienst nicht wachsen können, egal was es ist, die Opportunitätskosten sind natürlich hoch. Und dann muss man da natürlich schauen, man muss auch ab und zu gewisse Risiken eingehen, auf einem vernünftigen Level natürlich immer im Hinterkopf haben und schauen, okay, bringt mir diese Maßnahme wirklich etwas? Macht diese Strategie Sinn? Nehme ich jetzt mal Werbebudget in die Hand und schaue, wo kann ich werben, damit Fachkräfte auf mich aufmerksam werden etc. Und nicht, dass man immer nur denkt, okay, ich handle nur dann, wenn ich zu 100% weiß, dass ich das Geld dafür zurückbekomme. Weil dann werden sie halt immer nur das machen, was die Masse letzten Endes auch macht und nicht mal ein kleines Stückchen Risiko eingehen, um zumindest diese Chance zu haben, mal viel mehr Erfolg, also erfolgreicher zu sein als die anderen Unternehmen zum Beispiel in der Region. Und das führt dann dazu, dass sehr, sehr viele Pflegeunternehmen, beispielsweise wenn wir uns die Personalgewinnung anschauen,
sehr, sehr viele möchten dann provisionsbasiert arbeiten, weil sie sagen, nee, ich kriege das nicht refinanziert, ich zahle nur bei Erfolg. Aber der Erfolg ist letzten Endes eben zu einem hohen Anteil davon abhängig, wie Sie natürlich mit den Pflegefachkräften umgehen, welche Vorteile Sie haben als Unternehmen, welche Personen in Ihrem Unternehmen wirklich mit den Pflegefachkräften sprechen, wer in Unternehmen, wie die Einarbeitung ist, wie das Team in Unternehmen ist. Also die Chancen dafür, ob Sie Personal gewinnen oder nicht, sind zum höheren Prozentteil auch von Ihnen eben abhängig, wie hoch der Erfolg letzten Endes ist. Und viele haben da eine große Scheu vor, sagen, okay, ich mache so Sachen nur erfolgsbasiert. Für manche klappt es sogar, weil wenn sowas natürlich klappt, ist es auch wunderbar. Also ich sage nicht, man soll es absolut nicht machen, aber für sehr, sehr viele funktioniert das nicht. Ich kann Ihnen auch den Grund dafür nennen, weil jedes Unternehmen, was zum Beispiel provisionsbasiert arbeitet, arbeitet auch in dem Teil so, dass die zum Beispiel andere Arbeitgeber in ihrer Region genau das Gleiche anbieten. Also die haben sehr, sehr viele Kunden, sehr, sehr viele Arbeitgeber, die dann auf Provision, die sagen, ja, ich mache das, wenn ich dann erfolgreich bin. Aber wie handelt jetzt das Unternehmen, das Ihnen diese zum Beispiel Pflegekräfte oder die Bewerbung oder was auch immer auf Provisionsbasis gibt? Diese Unternehmen handeln so, dass natürlich die Arbeitgeber die Bewerbungen vorrangig bekommen oder die Pflegekräfte vorrangig bekommen, wo die wissen, hey, mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit wird diese Person dort zum Beispiel eingestellt oder wenn das Provisionsmodell so ist, dass das nach 6 Monaten zum Beispiel erst, wenn die Person 6 Monate da ist, erst dann wird was gezahlt, dann handeln die so, dass natürlich die Unternehmen den Zulauf bekommen, egal ob es jetzt von den Einstellungen ist, dass es Pflegefachkräfte dort direkt anfangen oder ob es die Bewerber sind etc. Die Unternehmen, wo das Unternehmen selbst weiß, hey, wenn ich die Bewerber da hinschicke beispielsweise, dann habe ich da viel größeren Erfolg, als ich das zu dem Unternehmen B in dieser gleichen Region schicke. Und das ist ein Riesenproblem, weil am Ende des Tages warten sie natürlich darauf, dass sich was tut und irgendwie tut sich das da nichts, weil letzten Endes stellen nur die anderen Leute ein oder sie zahlen dann vielleicht nur einen ganz kleinen Betrag, weil man sagt, hey, okay, ich kann nicht so ein großes Risiko eingehen, aber unterm Strich haben sie da keinen großen Erfolg. Also sie müssen von diesem Gedanken weggehen, dass alles in der Welt refinanziert werden muss, sonst können sie das halt eben nicht einsetzen und mehr in die Richtung gehen, hey, wie stelle ich mein Unternehmen auf, dass ich auch eine gewisse Profitabilität habe, egal ob es ein Pflegeheim ist, ein Krankenhaus, ein Pflegedienst und schaue, wie kann ich mit meinen eigenen Mitteln oder mit den Mitteln, die ich habe, auch was voranbringen, wo mein größter Engpass ist und nicht, dass sie sich nur ausschließlich auf die Pflegekassen verlassen. Also das sollten Sie beachten, vielleicht sind Sie jemand, der sehr, sehr viel, ja, das immer im Kopf hat, wo man sagt, hey, das kriege ich nicht refinanziert. Vielleicht sind Sie aber auch jemand, der sowas generell nicht gemacht hat und Sie, wenn Sie so ein bisschen reflektieren, sehen Sie, okay, es gab mal Maßnahmen, die haben richtig gut funktioniert und da gab es eben keine Refinanzierung, aber am Ende des Tages lohnt es sich dann extrem für Sie, weil Sie das dann zum Beispiel bei der Personalgewinnung, weil Sie viele Leute eingestellt haben. Vielleicht haben Sie sich ja während diesem Video dabei erwischt, dass Sie hier und da mal ja, selber das darauf geschoben haben, hey, das kriege ich nicht refinanziert, deswegen mache ich das nicht oder das nicht. Also vielleicht hilft es Ihnen, da mal ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf dieses ganze Thema zu haben und eben ja, erfolgreicher mit Ihrem Pflegeunternehmen zu werden, mit Ihrem Pflegeheim, Pflegedienst oder Krankenhaus.